Ja, hallo. Hier ist wieder ein Video von Snake Zock. Diesmal wieder ein PlayStation 4 Spiel. Carmageddon. Max Damage. Da wollen wir mal. Ja, das ist. Wahrscheinlich kennt ihr die Teile vom PC. Das hier ist jetzt der neueste Teil. Ja, okay, ist schon von 2016. Das ist also jetzt nicht mehr so ganz aktuell, aber es ist der letzte Teil davon, der erschienen ist. Der aktuellste Teil, den es jetzt gerade gibt. Und ich will euch jetzt mal zeigen. Okay, ich habe ja schon ein bisschen gespielt, wie man sieht. Aha, aha. Ich fange jetzt aber trotzdem nochmal neu an. Okay. Karriere. Joa, machen wir doch mal Karriere. Alles klar. Nehmen wir mal ihn hier. Sieht sehr vertrauenserweckend aus. Alles klar. Welpe mit. Das ist klasse. Das sind mal Schwierigkeitsgrade, ne? Ja, nehme ich mal den mittleren Schwierigkeitsgrad. Alles klar. Schrotte sie. Aha. Mhm. Verstehe. Also ist alles wie immer. In Ordnung. Ja, okay. Aha, es gibt noch ein paar Tipps. Ist alles auch auf Deutsch, also auch. Das ist die amerikanische Version, aber das ist jetzt wahrscheinlich überall gleich. Ne? Keine Unterschiede. Überall mehrsprachig, überall uncut. Ja, egal. Ja, im Prinzip ist es schon so wie die vorhergehenden Teile, nur eben die Grafik ist ein bisschen, ja, die ist schöner und ja. Mal gucken. Mal gucken. Alles klar. So, das Auto ist noch nicht aufgerüstet, das ist jetzt Standard-Ausrüstung. Mal gucken, was ich damit erreichen kann. Okay. Check mal. Ah! Ja, wenn das da schon steht, ich soll das machen, dann. Also die Steuerung klappt jetzt nicht unbedingt zu 100%ig. Boah. Ja, das ist jetzt hier noch so ein bisschen Tutorial, ja? Deswegen diese Einblendung, aber die nervt ein bisschen, weil ich ja jetzt schon weiß, wie das geht. Also theoretisch zumindest. Ach so, hier, ja. Naja, nicht wirklich. Da muss ich wohl durch. Boah, gemein. Ja, das ist nicht GTA 5. Das ist nicht GTA 5. Nein. Die Minikarte zeigt die Gegner. Sehr schön. Jetzt bin ich wieder. Toll. Wo muss ich jetzt hin? Mann! Toll, jetzt habe ich mich erfahren. Wohin denn jetzt? Ah, hier. Okay. Okay.
Ein Auto hat jetzt eine andere Farbe, also wahrscheinlich wegen dem Extra oder was ist das? Oh, okay. Ah, ich kann reparieren. Leck mich! Man könnte fast meinen, die haben was gegen mich. Ah, das steuert sich hier echt zum... Ah, ey. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Känguru? Oh, Mensch. Oh, Mann. Ich fahre wie besoffen. Bin ich aber gar nicht. Noch nicht. Oh. Ah, ich habe jetzt zuletzt viel GTA 5 gespielt und bin die Steuerung davon gewohnt, muss ich jetzt sagen. Und das ist jetzt nicht gerade hilfreich hier. Weil das hier doch ein bisschen anders ist. Ah ja. Oh, von hinten genommen. Ja. Oh, warte. Nee. Shit. Ob das so beabsichtigt ist. Ja. Jetzt sagt nicht, die Zeit läuft mir weg. Ist wahrscheinlich so, oder? Toll. Ja, ich glaube, hier ist noch nicht so ganz hier mit den Extras, ne? Aber mit X werden die wohl ausgelöst. Aha, ja, das kann ja mal. Ups. Aha. Ah! Oh, Leute. Ja, ist mir schon klar mit der Minikarte jetzt. Überlegt er das ganze Bild. Entschuldigung. Ups. Eieiei. Ja, das sind... Ich muss mich reparieren. Scheiß die Wand an. Echt. Reparatur war nochmal mit... So, oder? Also ich habe mich jetzt repariert, oder? Alle geschrottet? Hab ich das? Ist ja eigentlich zu Ende, oder? Der ist geschrottet. Der ist geschrottet, aber sowas von geschrottet. Ah. Und sonst so? Ups. Ja, reparieren, reparieren. Ah, okay, geht doch. Ja, das ist natürlich jetzt praktisch. Wenn noch einer hinter mir her ist.
So, was will der? Mich platt machen? Das ist eine gefährliche Gegend hier. Alter. Aha. Okay, es sind 5 Runden insgesamt. Ja, kein Wunder, dass es so lange dauert. In Ordnung. Ich fahre das jetzt wie ein Rennspiel, ja. Soll man das nicht? Man kann es sehen, man kann es jedenfalls so machen. Ne? Oh, halt, warte. Den kriege ich. Ich will mal einen kriegen. Ach, der fährt gar nicht wieder mal eine Strecke. Der fährt jetzt hier irgendwo. Keine Ahnung. Ah, wo ist er? Ich habe ihn aus den Augen verloren. Shit. Da ist er. Ah, Mist. Okay, gut. Ah, geht da was? Kommt schon der nächste an. Falscher Checkpoint. Oh. Oh nein! Sollte ich mir Feinde gemacht haben? Sollte das wirklich so sein? Ah, wo sind die? Entschuldigung. Oh ja. Alle geschrottet, ja.
Dann habe ich ja gewonnen irgendwie, oder? Oder nicht? Ja, hier muss wohl noch einer sein. Aber wo? Das war der richtige Checkpoint, okay. Ah, hat's auch einen erwischt, okay. Okay. Boah, die Kurvenlage ist ja wohl ein Witz. Nee, oder? Das würde ja mein echtes Auto besser hinkriegen. Das ist jetzt nicht gerade ein Geländewagen. Aber es ist praktisch, dass man das während der Fahrt reparieren kann. Ja, das macht schon was. Ist gut. Ah, meine Fresse, was für ein... Das fährt sich ja wie... oh Mann, also das leidet ganz schön, das Auto. Ist mir jetzt ein bisschen viel. Naja. Kacke! Ich kann auch hier garantiert in das Footballstadion, oder? Ja, bestimmt kann ich das. So. Ey, das wäre was für ein Super Bowl gewesen hier. Ah, ja. Ah, die Sprungschanze kann ich ja noch mal eben nutzen. Oder die? Da sind ja mehrere, nicht schlecht. Ja, okay, probiere ich mal die Schanze. Ja, natürlich rutscht der jetzt ein bisschen weg hier. Und ich kann hier nicht... Ja, nein! Alter Schwede. Ja, nicht schlecht. Ach guck, das hat noch eine gleiche Idee. Dann kommt es hier zur Entscheidung, oder? Aber ich habe jetzt nicht so den Überblick, Wo ist der scheiß Gegner? Da ist er. Ja. So ganz gut läuft das jetzt nicht, ne?
Huch, na nü. Was zum Geier? Heilige Scheiße. Und wo ist es denn mal der Gegner? Da ist er. Ballettbonus. Nicht so schlecht. Nicht schlecht, was es da alles gibt. So. So. Jetzt aber hier. Ah! Ja! Jawohl! Ja, sehr schön! Cool! Na also, alle Gegner geschrottet, prima! Hä? Was? Okay. Aha. Ja, cool. Die kann ich anwählen. Tja, dann nehme ich jetzt mal was anderes. Das sieht witzig aus. Nehmen wir das doch mal. Okay. Okay. Gut. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Wellige Grashügel. Aha. Okay. Gut. Ja, das ist ja so, ja, das sind ja die, die Tipps und Tricks, ne? Ah, okay. Checkpoint Panik. Ach nee, die habe ich nicht. Nee, nee, nee. Aha. So, so. Ja, so ein bisschen die Ladezeiten nerven schon ein bisschen, aber naja. Ja, ist okay. Ist ja in Ordnung. Two, one, go! Alles klar.
klar. Wow. Nicht schlecht. Checkpoint taker. Ey, warum geht der? Boah, so ganz kapiert habe ich das jetzt nicht. Ach du. Checkpoint taker. New target. Wow. Alles klar. Alles klar. New target. Ernsthaft, Polizeiauto? Ernsthaft? Oh oh. Checkpoint taker. New target. Beaten to it. New target. Oh, das war kein guter Bonus. Nee, absolut nicht. Meine Fresse. Ein Auto ist geschrottet, Bonus. Ah, hier muss ich hin. Oh, lecko. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab den Checkpoint, ja. Oh nein. Was? Nee, ne? Ich hab sie. Ja, was war denn das für ein Ding, was ich da... Ich dachte, das wäre irgendwas... irgendwas Positives, ne? Aber nein. Von wegen. Okay. Hey, warte! Ja, was suche ich jetzt? Checkpoints oder? Ach, hier kann man auch rein. Schön. Muss man erstmal wissen. Oh, warte. Hier ist er. Da ist der Checkpoint, alles klar. Ja. Sehr schön. Oh oh. Ja, die anderen kapieren es auch. Ah. Ja, genau, ruf mal an die Polizei. Ja, was? Ich werde gestalkt hier, aber sowas gibt's ja nicht. Checkpoint taker. Das ist die gleiche Strecke wie eben.
die gleiche Strecke. Ah, nein! Er kommt hier nicht mehr raus. Dafür will ich sorgen. Oh. Hat sich selbst zerlegt. Sehr gut, in Ordnung. Hä? Rennen zu Ende? Dritter Platz. Ach so, ja, das Rennen war zu Ende. Da hatte einer mehr Checkpoints. Ah. Naja. Okay. Verstehe. Okay. Ja, nicht schlecht. Okay, dann will ich das Video hier mal beenden. Das ist ja nur ein erster Eindruck so für euch. Es ist schon vergleichbar, ne? Mit den vorhergehenden Teilen, nur die Grafik ist besser. Wie es sich spielt im Vergleich zu den anderen Teilen, ja, schwer zu sagen. Ich habe jetzt den ersten und zweiten Teil noch gar nicht gespielt. Also, es gab da mal so ein, das Ganze als Spiel für Smartphones und Tablets. Das habe ich gespielt und fand es ganz gut. Aber die PC-Version von früher, die habe ich bis jetzt noch nicht gespielt. Aber das hier, das finde ich ganz gut. Ich meine, es ist natürlich, hat natürlich ein paar Schwächen so. Die Steuerung klappt nicht so immer, ne? Das Auto rutscht ein bisschen weg, finde ich. Also wenn man vorher GTA 5 gespielt hat, dann kommt man hier mit der Steuerung nicht unbedingt klar. Aber man kann sich dran gewöhnen, ja. Ich denke mal, das ist jetzt auch wirklich nicht so, dass das hier als ernsthaftes Rennspiel gelten soll. Das ist ja klar. Das nimmt sich ja überhaupt nicht ernst. Das ist auch. Dafür ist es denn viel zu verrückt, ne? Aber klar, es so ein bisschen mehr Kontrolle wäre schön gewesen. Ich glaube, das habe ich schon mal besser gesehen. Aber na gut. Kann ja auch sein, dass das noch kommt, wenn man das Auto aufrüstet, ne, und dann eben diese Kontrolle irgendwann da ist. Möglich. Ist möglich. Soweit habe ich es noch nicht gespielt, um das genau zu wissen. Naja, also, ja, ist auf jeden Fall ein, ihr könnt es euch mal angucken. Es ist für Leute, die die ersten Teile kennen, ist das vielleicht mal eine interessante Sache. Wenn es jetzt was günstiger wird, so. Vor allem, na, ist ja jetzt, kann ja sein, dass wieder was günstiger angeboten wird. Dann schaut es euch mal an. Von der Grafik her auf jeden Fall. Ja, die Grafik ist jetzt nicht unbedingt das, was die PlayStation 4 kann. Da kommt das jetzt nicht ran. Das ist, ja, eher PlayStation 3. Oder fast sogar recht gute PlayStation 2 Grafik. Oder schlechte PlayStation 3 Grafik. Oder. Ja, es ist. Nee, also die PlayStation 4 kann mehr. Ne? Das ist klar. Aber was. Es ist jetzt auch gar nicht nötig, dass das die beste Grafik ist. Das Spiel lebt ja irgendwie von der Atmosphäre, von diesem Verrückten, ne? Von dem ganzen Blödsinn, den man machen kann. Also. Und man kann da einigen Blödsinn machen. Also. Ja. Okay. Carmageddon, Max Damage. Ja. Nicht das beste Carmageddon bis jetzt, aber kann man spielen. Okay. Tja, beim nächsten Mal auch wieder ein PlayStation 4 Spiel. Mal sehen. Also bis zum nächsten Mal.
Tschüss.